So, und jetzt gehe ich nämlich erstmal ein bisschen nach unten nochmal, um ein bisschen Schwung zu holen. Bitte auf Null stellen. Hey ho und herzlich willkommen zur entspannten Minenarbeit hier in unserem Minenarbeit-Industriepark in Parkitect. Ich bin der gute alte Vorbuddler und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jawohl, kann weitergehen. Das ist ja auch so ein bisschen unser typisches Startbild hier. Ich glaube, ich fange jede Folge so an. Wobei, ja, es gibt ja auch meistens nicht viel Neues zu sehen. Es macht halt sehr viel Arbeit. Wir kommen halt langsam voran, aber umso schöner. Ne? Wenn ihr auch dieser Meinung seid und wenn du hier eine gute Zeit hast, dann zeig mir deinen Support und hau auf den Like-Button. Falls du hier neu bist, abonniere außerdem den Kanal. Heute gibt es doch einiges Neues zu entdecken und zu erzählen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Lasst uns mal direkt anfangen. Kleinigkeit hier. Ich werde euch erstmal ein paar Sachen zeigen und dann werden wir auch gleich noch anfangen. Jawohl, es ist soweit, die erste Achterbahn anzufangen. Vielleicht noch nicht fertig zu bauen. Ne? Es ist schon ziemlich fummelig, aber wir werden schon mal so ein bisschen den Grundstein legen. Schließlich haben wir ja auch schon eine schöne Achterbahnstation gebaut. So, aber bevor es losgeht, noch ein paar Kleinigkeiten zur Planung in diesem Park. Und zwar, ja, habe ich hier angefangen, jetzt mal so ein bisschen noch so das zu verkleiden. Haben wir in der letzten Folge auch schon mal kurz von gesprochen. Ich hatte ja einfach dieses Karussell dahin geklatscht. Wollte jetzt noch mal eben schauen, ob ich hier farblich mal ein bisschen was anleiern kann. Wie sieht das aus? Auch nicht so toll, obwohl, warum nicht? Ein bisschen Bonbon-mäßig vielleicht, ja? Geht mir jetzt hauptsächlich eigentlich erstmal um diese Holzgebäude. Das kann ich irgendwie hier nicht kriegen, so. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich dachte, es wäre gut, wie in dieser Zaunfarbe hier vorne. Die gefiel mir nämlich ganz gut, aber nur als Zaun, glaube ich. Ich glaube, ich nehme hier doch eher vielleicht einen metallischen Look. Vielleicht können wir hier ein bisschen ins Bläuliche, Blau-Grau, sowas machen. Mal gucken, dass das so ein bisschen metallisch aussieht und vielleicht auch mal den Rahmen, den können wir dann vielleicht mal ein bisschen rötlich machen, so. So. Ja, wie sieht es denn jetzt auf dem Weg aus? Das ist jetzt wieder einigermaßen normal. Den färbe ich nochmal separat, das mache ich eigentlich immer dann eher über die Steuerung. Ja, wenn wir hier eher so einen Metallkasten haben, das wäre schon ganz nett. Da ist jetzt auch wieder irgendwas, was ich nicht erwische. Hier so ein Teil da. Das ist so ein altes, so ein Gerätehaus oder sowas, ja, so aus Metall vielleicht. Ich finde diese Holzdinger eigentlich, die sehen eigentlich ganz gut aus, wenn man die so ein bisschen metallisch machen kann. Aber damit halte ich mich jetzt nicht weiter besonders lange auf. Ich will euch immer nur so ein bisschen Hinweis geben. Vielleicht spielt ihr auch selber Parkitect und findet hier ab und zu mal eine Inspiration. Das wäre umso schöner. Ne? Und jetzt habe ich auch hier eine Lösung gefunden für diesen Weg, den wir hier hatten. Ich hatte ja hier so einen Schmuddelweg, der kam hier so raus. Und das habe ich alles nochmal ein bisschen anders gemacht. Ist natürlich noch nicht fertig. Auch hier mit dem Rohrsystem habe ich auch eine spektakuläre Idee. Verrate ich euch aber noch nicht. Vielleicht machen wir das in der nächsten Folge. Mal sehen. Ja, auf jeden Fall kommen die Leute jetzt hier raus und oder hier lang. Und jetzt haben wir auch einen Sinn für diesen Tunnel hier unten. Hier geht ja die Hauptstraße lang. Nachdem man hier so runtergekommen ist, das werde ich alles noch ausbauen. Und jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo ich etwas vorgemalt habe. Und zwar habe ich mir vorgestellt, was könnte denn jetzt hier in einem Industriepark noch kommen? Also ich baue ja auch wirklich ein buntes Gemisch an Industriesachen. Das muss jetzt nicht ein zusammenhängender Zechenpark oder sonst was sein, sondern es kann wirklich auch ein bisschen Museumscharakter haben und einfach viele Dinge, die irgendwie im entfernten Sinne damit zu tun haben, mit Industrie einfach auch nochmal unterbringen. Und zwar dachte ich da sofort auch an, einen Hafen, einen Binnenhafen mit einem Kanal, der dazu führt. Ich weiß noch nicht, ich könnte mir vorstellen, dass ich den Kanal doch auf diese Seite hier baue. Bin ich mir noch nicht so richtig
sicher. Es geht nämlich darum, dass ich hier noch so Docks hinbauen möchte. Die müsste ich jetzt hier hinbauen und da vielleicht noch eins. Aber das wäre ein bisschen weit weg vom Weg. Ich hätte das große Geschehen doch lieber hier auf dieser Seite. Nur wenn ich jetzt hier die Docks hinbaue und hier kommt der Kanal, dann ist das ein bisschen unglaubwürdig, glaube ich. Dann müssten die Binnen- oder die Containerschiffe oder hier diese kleinen Binnenschiffe, ne, die müssten dann erst hier rum und dann da ans Dock. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber das ist keine große Arbeit, das einfach wieder zu ändern. Ziehe ich hier, es ist ein bisschen Stück hier noch bis zum Map-Ende, aber das geht schon. Das als Idee, dass man hier vielleicht so ein Hafen-Lagerhaus, ein großes hinstellt, auch nochmal verschiedene Sachen. Vielleicht kriege ich auch mal einen Kran hin oder sowas. Das habe ich noch nie gemacht, so muss ich mal gucken, wie das so geht. Wie ich das hinkriege aus den gegebenen Teilen hier. Ich denke, ich könnte ihn schneller hinbekommen, wenn ich ihn neu moduliere im 3D-Programm und dann hier einbaue. Aber das lasse ich jetzt mal. Okay. Ja, das ist so die eine wichtige Idee, dass wir hier so ein Hafenareal haben. Und da kommen auch viele Attraktionen. Da sollte vielleicht auch nochmal irgendwo eine Achterbahnstation sein. Irgendwie das alles so ein bisschen einbeziehen. Ich dachte auch mal hier vielleicht noch an so eine Bergarbeitersiedlung oder Hafenarbeitersiedlung, sowas. Also kleine Häuserchen, so typisch, so ein kleines Häuschen mit Vorgärten und so, alles im Backstein. Stelle ich mir schön vor, dass die Leute dann da vielleicht auch so mal durchspazieren gehen können und da noch so Gartenareale sind, vielleicht Kinderattraktionen, sowas in dem Dreh. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Ich hoffe, ihr seid noch ganz bei mir. Und könnt das auch jetzt alles verarbeiten, ja, diese Vielfalt an Informationen, die ich euch hier biete. Nein, ich habe unheimlich Spaß hier. Ich mache die Dinger hier mal wieder aus. So, sehen wir auch mal was. Ja, ich könnte auch vielleicht nochmal auf X drücken, dann haben wir noch mehr Spaß, noch mehr zu sehen. Okay, guck mal, was sich hier noch alles ergibt an Stellen, wo man noch was Schönes hinbauen könnte. Ihr könnt ringsherum so einen Weg führen, so eine Hafenpromenade irgendwie. Egal, das kommt. So, der nächste Schritt, noch mehr Wasser, ne? Ja. Aber es ist kein Meerwasser, es ist nur Süßwasser. Und zwar dachte ich, ja, ich komme aus einer Gegend, in der es sehr viele Steinbrüche gibt. Sehr, sehr viele Steinbrüche. Und wenn ich sehr, sehr viele Steinbrüche sage, dann meine ich eigentlich, es gibt hier praktisch nur Steinbrüche. Es gibt wahnsinnig viele Steinbrüche ringsherum, deswegen haben wir ja hier auch immer ein etwas anderes Wetter als im Wetterbericht, weil die das durchaus beeinflussen, diese riesigen Löcher im Boden. Und wenn die nicht mehr gebraucht werden, natürlich haben die erstmal Pumpstationen, aber wenn die nicht mehr gebraucht werden, also abgeerntet sind, die keine Ressourcen mehr haben, dann laufen die voll und werden zu Naturreservaten. Das gibt's in meiner Gegend auch schon sehr oft. Also viele sind noch in Betrieb, aber manche sind auch stillgelegt und heutzutage ja schöne Spaziergegenden und Wasser, ne? Und das habe ich gedacht, wäre hier so die Zentrale unseres Parks und habe da jetzt einfach mal so ein Loch gemacht. Mit ein bisschen am so eine Uferbüschung, ne, das kann ich alles, das wird alles noch ein bisschen schöner gemacht und alles noch ein bisschen ausgefeilt, logisch, ne. Und hier ist so eine Bucht noch entstanden, das war auch so zufällig einfach, ne. Und ja, das ist auch nochmal eine Idee, hier schön ringsherum was zu haben. Mit so einem See kann man natürlich wahnsinnig viel anfangen. Es ist natürlich sowieso in einem Freizeitpark total cool, so einen See zu haben. Und deswegen, weil das ist erstmal schön, ne? Und man kann da viel Natur machen und man jeder Mensch geht gerne an den See und guckt da aufs Wasser, das ist ja schon mal so. Ne? Und dann diese dieses Steinbruch-Feeling noch dabei. So, und da würden dann hier noch am Rande noch alte Industrieanlagen entstehen und natürlich Attraktionen, vor allem um den See herum. Und auch auf dem See drauf kann man viel machen in so einem Freizeitpark. Optimal. Also ich denke, da wird das richtig schön werden. So, was haben wir noch? Die Hochöfen aus der letzten Folge. Ich habe die Hochöfen gebaut. Nochmal ein bisschen verfeinert. Das sind jetzt nicht vier verschiedene. Es ist ein und derselbe. Den ich halt immer so ein bisschen drehe.
Und auf dem Ersteindruck sehen die dann alle so etwas anders aus. Und man weiß erst gar nicht, woran es liegt. Huch, das pufft da sogar irgendwie. War das? Nee, das kann doch. Was war das gerade? Hat das da gerade so? Ich hab da. Da, es pufft doch. Achso, ich habe das Spiel noch laufen. Ich habe gedacht, ich hätte auf Pause stehen, aber dann kann das ja gar nicht sein. Deswegen war ich jetzt irritiert, aber es läuft eigentlich noch. So, seht ihr mal hier so ein Gitter dahin, und irgendwelche Kisten hingelegt oder solche Blöcke oder was weiß ich. Schornsteine sind das, die habe ich dann in so einer komischen Farbe. Da kann man immer noch mal ein bisschen dran rumfeilen, ne? Und noch mal kleine Nuancen einarbeiten. Hier haben wir noch verschiedene so Kräne und ja, das Gitter. Oben noch mal so Rohre dran, habe ich also auch noch mal so ein bisschen verziert. So, ne? Und so hatte ich mir das vorgestellt, dass die hier so eine Reihe stehen. Oh, was ich da noch nicht gemacht habe, ist da in der Mitte immer noch so. Ach ja, überhaupt, das genau, das ist gar nicht so schlecht. Das wollte ich ja ringsherum noch so ein bisschen oll machen, ne? Dass das so ein bisschen aschemäßig aussieht. Kann man sehr gut machen mit diesem dreieckigen Pinsel für die, für das Terrain. Terrain! Ja. Und jetzt mal wieder Kompletti. Da werden diese Sachen nämlich ganz schwarz gemacht, ja. Und es kommt klack. Ganz wichtig, dass man den Schalter nicht vergisst, sonst ärgert man sich immer, dass man alles irgendwie verösselt. Was ist denn, wenn ich jetzt die Ränder auch in die Ranten, ne, die Kantenränder, wenn ich die auch schwarz, ne, da passiert leider nichts. Was haben wir denn da, dass wir das mal ein bisschen umfärben? Auch nicht. Das hier auch nicht. Das ist so eine graue Karte. Ja, dann baue ich da eine richtige Mauer ein in die. Das soll natürlich ein bisschen nicht so aussehen jetzt hier, ne? Da sollen schöne Mauern ringsherum. Was weiß ich, vielleicht kann man da auch noch. Ich habe auch Objekte, die man da reinstellen könnte. Das ist ganz gar nicht schlecht. Mal gucken. Ja, ne? So hatte ich mir vorgestellt. Hier in der Ecke, denke ich mir, kann man auch schon was bauen. Da habe ich auch schon eine Idee. Da müsste noch ein Gebäude hin. Und da kommt da auch eine Attraktion hin. Ne? So, und damit es jetzt ein bisschen ausgewogen ist und wir auch etwas tun, statt nur, dass ich euch was vorstelle. Ach ja, hier soll auch noch ein Gebäude stehen. Und zwar ein Gebäude. Und zwar, ja, wie das da so ein alter, so ein Förderlager-Dingens, wo dann früher so der Kram aus dem Steinbruch hier hochgefördert wurde. Und dann steht jetzt hier so ein Gebäude und das liefert dann, was weiß ich, das Steinmaterial oder was auch immer, weiter hier an diese Öfen. Warum auch immer, ne? Es ist einfach nur eine fixe Idee. Ja, und jetzt lass uns mal tief durchatmen. Auf Pause schalten. Bin ich auf Pause? Nein, jetzt bin ich nicht mehr auf Pause. So, jetzt. Lass uns nochmal tief durchatmen. Denn jetzt wollen wir eine Achterbahn bauen. Und dazu muss ich euch eine Geschichte erzählen. Oh nein! Jetzt erzählt er noch mehr. Ich hatte die glorreiche, wirklich auch sehr geniale Idee, auf Twitter eine Umfrage zu machen, welche Achterbahn ich denn jetzt hier verwenden soll für diese, ja, die erste Achterbahn im Parkitect, die ich baue hier mit euch. Und möchte mich dabei bedanken bei den sage und schreibe 6 Personen, die dabei mitgemacht haben bei dieser Umfrage. Vielen Dank. Ja, in Worten 6. Ne? Ja, gut, wir müssen das noch üben. Ich habe das noch nie gemacht mit so Umfragen. Wir müssen da noch, ich muss das wahrscheinlich öfters tun. Und ne, die Umfrage war 36 Stunden auf. Ich weiß auch nicht. Ich hatte eigentlich ja vielleicht doch mal mit dem Doppelten oder vielleicht auch sogar mal 20 Stimmen oder sowas. Ist das zu viel verlangt? Ne? Aber es haben die Leute alle verpennt, offenbar. Oder sie wussten nicht, was ich meine mit Wing Coaster, Inverted Coaster und Flying Coaster. Diese drei Dinge hatte ich nämlich zur Auswahl gestellt. Warum ausgerechnet die? Ja, ich habe mir halt Gedanken gemacht, was kannst du hier gebrauchen? Wir haben ja hier, guck mal, was ich gemacht habe. Ich habe hier mal ganz grob etwas aufgeschüttet an, ja, Gebirge. Es ist vielleicht ein bisschen,
Es ist vielleicht ein bisschen wild noch, aber ja, man kann sich jetzt vorstellen, das sind so alte Aushubhügel. Ja, wenn man so einen Steinbruch baut, dann muss ja die ganze Erdmasse, die man da rausholt, die muss ja irgendwo wieder hin. Und deswegen schüttet man die auch irgendwo auf, so Aushub, ne? Und da sind jetzt hier auf unserem Gelände mehrere Hügel entstanden. Ich habe manche so Krater noch so mal gebaut. Und ja, die nutzen wir jetzt einfach mal, diese Hügel, für unsere Achterbahn. Ich hatte mal, glaube ich, kurz erwähnt, dass wir vielleicht mit so an Black Mamba im Phantasialand oder so denken. Und jetzt komme ich auf die Umfrage wieder zurück. Ich hatte halt diese drei Typen vorgestellt. Es haben sechs Leute abgestimmt. Immer zwei für jede Möglichkeit. Das bedeutet, wir hatten ein Unentschieden. Ein dreifaches Unentschieden, so dass ich mir als eigentlich, also es war lustig, ne? Aber vom Ergebnis her hätte ich mir natürlich das schenken können, diesen Poll. Und jetzt muss ich mich halt doch wieder selber entscheiden, was ich hier baue. Und irgendwann muss ich diese Folge halt auch drehen, ne? Was soll ich machen? Und ich habe mich jetzt, ich glaube, ich entscheide mich jetzt einfach mal, weil ich Black Mamba gesagt habe, auch für den Inverted Coaster. Ich glaube, das ist das Beste jetzt irgendwie. Und ich habe so eine kleine Vision, wie das zumindest schon mal losgehen würde. Und deswegen bauen wir jetzt auch mal los. Also wirklich die Umfrage. Nochmal vielen Dank. Wer hast du mitgemacht? Ich fand es lustig. Und dass dann ausgerechnet auch wieder ein Ergebnis rauskommt. Ja, was keinem weiterhilft. Ne? So, jetzt seht ihr schon. Kleine Sache hier, dass ich hier mein Gebäude rein möchte. Und das war klar, dass das vielleicht noch nicht so passt, ne? Hier ist das zu klein. Machen wir das mal hier oben weg. So, machen wir mal ein bisschen größer das Ding hier. So, und jetzt setzen wir die mal genau da rein. Dann fangen wir hinten an. Und dann geht das nach vorne los. Wir haben hier, das ist die Station. Ich muss jetzt ein bisschen ruhig werden und ein bisschen gucken, weil ich das lange nicht gemacht habe. Ich habe jetzt viel in Planet Coaster und sonst was gemacht, also Achterbahn gebaut vor allem. Und hier schon länger jetzt nicht mehr, deswegen auch mal wieder langsam reinfinden. Hier muss man halt immer aufpassen, das muss sowieso schön. Ihr werdet jetzt feststellen, ich werde ewig brauchen, diese Achterbahn fertigzustellen. Wir werden das auch heute nicht schaffen, weil ich da wirklich mit Achterbahn extrem penibel bin. Das wird jetzt sicher nicht das letzte Mal sein, dass ich euch da Geschichten zu erzähle, weil ich ja auch vorhabe, nochmal irgendwann in Planet Coaster loszulegen. Und Moment, warum kann ich denn jetzt hier eigentlich nicht mal endlich das hier wegmachen? So, ich habe vor, in Planet Coaster auch noch ein bisschen Achterbahnen zu bauen und mal zu sehen. Werden wir noch oft drüber reden. So, pass auf, das ist der Inverted. Ihr könnt euch vielleicht schon mal Namen überlegen. Sofern ihr jetzt noch dabei seid, voll und noch aufnahmefähig, dann überlegt euch mal einen Namen für den Inverted Coaster, der hier durch so ein Gebirge fährt. Also so ein da sollen Schluchten entstehen und Tunnel und was weiß ich. Ne? Und was könnte der für einen Namen haben? Ne? Schreibt das in die Kommentare, macht mit. Schreibt da rein, denkt nicht lange nach, das ist der Trick. Ja, haut rein die Namen, haut raus und rein. Also wirklich, lasst mal was hören. So. So, dann wollen wir mal sehen. Genau. Es wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig, hier die Station noch innen anzubauen. Da werde ich wahrscheinlich wieder ein paar Wände wegreißen müssen. So, das ist aber jetzt nicht so ein großes Problem. Ich weiß gar nicht, habe ich euch eigentlich. Ja, in der letzten Folge habe ich euch das Gebäude nochmal gezeigt. Ne? Das ist ja farblich doch mal ganz anders geworden als am Anfang. So, lass uns weitermachen. Ich habe jetzt. Hier kommt man aus der Station. Ich habe die Idee, es geht jetzt vielleicht erstmal ein wenig nach unten. Ganz leicht. Ich nenne das immer ein Pre-Track, also ein kleiner, kurzer Track irgendwie, wo man eine Strecke abfährt, bevor man in den Lifthill geht, in den Zughügel. Also, müssen wir mal schauen.
bisschen Neigung. Ihr seht, das kann man auch sehr schön machen. Das ist überhaupt nicht mehr vergleichbar mit den früheren Spielen. Ja, und jetzt können wir die scharfe 90-Grad-Kurve habe ich eingestellt. Das ist also schon so ein bisschen Tutorial-mäßig, was ich jetzt hier so versuche. Ja, denn viele haben da bestimmt ein bisschen Probleme mit dieser Sache hier. Und mach das jetzt aber ein bisschen größer. Ja? Und hier können wir jetzt noch nichts gebrauchen. Guck ich mal, das kommt von 13, ist jetzt auf 11. Das ist schon nicht schlecht. Ich mache den Kreis aber jetzt doch noch etwas größer. Die Neigung, den Neigungswinkel 25 ist okay. Wir haben ja jetzt hier noch überhaupt keinen Speed drauf. Ach, wir haben sogar noch Visualisierung, sehe ich gerade, ne? Da können wir jetzt auch nochmal reingucken. Da sieht es also völlig harmlos, alles weiße Bereiche, da gibt es jetzt noch überhaupt nichts. Das ist nur so ein bisschen, um dem Fahrgast so ein wenig, ja, um es spannender zu machen, ne? Allerdings, ja, so wie ich das sehe mit Achterbahnbau, das sehen die Spiele meistens anders. Die bewerten das dann doch irgendwie ein bisschen anders. So, jetzt versuche ich mal hier so rumzukommen. Ja, warum nicht noch... Ja, jetzt können wir die Neigung etwas zurücknehmen. Ich versuche jetzt die Kurve eng zu kriegen und wieder auszugleichen. Und dann möchte ich gerne nach oben und gucken, ob das klappt. Ich nehme jetzt mal den Lifthügel. Obwohl, ich weiß gar nicht, wollte ich den nicht irgendwie... Ich glaube, ich wollte den eher so hier hinstellen, dass der so... Oh ja. Okay, da müssen wir es anders machen. Ihr seht, es ist, ne? Kein Hoppler Hopp hier. Okay, pass auf, dann machen wir das nochmal... So, ui, das war falsch, Moment. Noch einen weg, oh, länger nicht gespielt hier. So, jetzt habe ich es wieder. So, und jetzt gehe ich nämlich erstmal ein bisschen nach unten nochmal, um ein bisschen Schwung zu holen. Bitte auf 0 stellen. So. So einen Tunnel da zu haben, ist vielleicht gar nicht so schlecht, weiß ich nicht. Jetzt gehe ich erstmal ein bisschen nach unten, jetzt holen wir nochmal ein bisschen Schwung. Kommen hier so raus. Gar nicht so übel mit so einem Tunnel da an der Stelle. Ein bisschen anders werde ich den wohl machen. Okay, und dann gehen wir jetzt nochmal ein bisschen rum. Leicht. Und... hier so und machen den aber ein bisschen größer, die Kurve, und sehen vielleicht noch einen, so. Und so. Und wieder kurz. Lift Hill. Und jetzt geht's hoch. Hier hätte ich dann gerne den Lift Hill. So, erstmal hier so. Und das ist auch sehr schön, man kann jetzt so ein bisschen sich entscheiden, wie viele Stützen man haben will. Jetzt da unten ist noch so also okay. Aber, meistens sind dann immer viel zu viele Stützen und deswegen werde ich jetzt hier mal so einfach eine längere Schiene nehmen und dann schenken wir uns das so ein bisschen mit den Stützen. Ich denke mal, das ist ganz schön hier. Das sind jetzt keine Meter, ich sag's nochmal, das habe ich öfters schon mal gesagt. Es sind jetzt hier keine Meterangaben, diese 21, 23, ne, das ist, das ist nur eine Parkitekt-Höheneinheit. Oh, ist richtig hoch schon. Oh Gott, so hoch will ich gar nicht. Ja, viel zu viel. So, und jetzt gucken wir auch. Wir achten so ein bisschen darauf, dass wir hier keine halben haben. Erstmal, ne? Also später werden wir nicht drum rumkommen, auch mal so halbe zu haben. Halbe Werte oder Viertelwerte oder sowas. So drei Viertel, seht ihr? Gucken, ob ich das noch schaffe. Ne, schaffe ich jetzt gerade nicht. Achso, warte mal. Ja, okay. Nochmal höher.
Genau. Ach, doch eine halbe. Okay, ist jetzt nicht so wichtig. Werden wir schon hinkriegen. Nur man muss es halt, man muss sich das merken, dass man hier oben auf einer halben Höhe angefangen hat. Man will ja irgendwann wieder hier auf dem gleichen Punkt ankommen, auf der 12. Ne? Okay. So, und jetzt kann die fröhliche Fahrt beginnen. Ich denke, wir lassen jetzt mal direkt. Es ist mir doch ein bisschen zu niedrig. Es ist mir doch ein bisschen zu niedrig. Machen wir mal hier 20. Drei Viertel. 20,5. So. Jetzt würde ich nach unten gehen. Schön sanft erstmal. Ja, man könnte jetzt, wie groß ist das ganze Ding? Ja, es ist sehr groß. Wir werden nicht jetzt den ganzen Raum hier ausfüllen. Ne? Wir müssen auch schon mal, das ist schon ein richtig großes Areal, was wir hier so einnehmen. Ja, die sind schon ein bisschen wenig wendig, sage ich mal, diese Inverted Coaster. Ich finde die schon ein bisschen tricky zu bauen. Ne? Die hat man nicht so schön schnell aus von der Hand gezaubert wie manche andere. Jetzt jagen wir mal rum. Wir müssen auch dran denken, es ist ja auch ein Inverter. Der soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Ja. Ups. Man hätte vielleicht eine Gerade nehmen sollen, ne? Und dann so flach und kürzer vielleicht. Kürzer geht es nicht, okay. Aber sieht gut aus. Schön da unten so schräg. Jetzt wieder so auf 0. Okay. Wow. So, und natürlich brauchen die viele. Jetzt haben wir den ersten Lift, ersten Sturz drin. Und jetzt sollte man natürlich auch gucken, dass wir irgendwelche Inversionen einbauen. Das ist logisch. Ja, davon leben diese Bahnen. Man soll ja diesen Eindruck des Fliegens bekommen, irgendwie, da man ja unter der Schiene hängt. Was meistens nicht gut klappt, da man, also nur in der ersten Reihe klappt das. Das ist der Nachteil an diesen Dingern. Wenn du hinten sitzt oder in der Mitte schon, in der zweiten Reihe, dann siehst du nichts mehr vom Track und dann ist die Sache nur noch halb so interessant. Ich versuche bei solchen Bahnen immer vorne zu sitzen. Gehen wir mal hier so richtig steil hoch. Kann ja auch noch mal ein bisschen hier auf die Gehkräfte gucken. Ist alles im grünen Bereich, seitlich auch. Seitlich sind die ganz krassen. Das sind die wirklich, es ist wirklich, dass einem der Magen hochkommt. Der Mageninhalt zumindest. Ah, das ist, glaube ich, Moment. Das ist sowieso, ich wundere mich jetzt gerade. Es kann eigentlich nicht sein, dass alles hier weiß ist. Ich glaube, die muss einmal getestet werden. Damit die Werte berechnet werden können. Deswegen nützt uns das jetzt hier noch alles überhaupt nicht. So. Ja, dann nehmen wir hier mal irgendwas Schönes. Was können wir denn hier mal nehmen? Haben wir denn hier mal was? Wieder da. Ich musste mal eben was nachsehen. Und zwar, ja, hier machen wir jetzt mal weiter. Ich habe den Looping hier hingebaut. Ich denke mal, mit dem Looping geht es erstmal schön los. Man muss dafür aus einer Geraden kommen. Und ich weiß jetzt nicht mal eben die Höhe einschätzen. Ah, mal gucken hier. Wo haben wir denn hier mal die? Ich denke, da haben wir noch was. Da haben wir aber noch richtig was Platz. Nicht zu viel, aber das könnte schon funktionieren. Dann baue ich den mal, den Looping. Und ich möchte mir das jetzt gerne mal von außen angucken. Gar nicht übel, ne? Das ist jetzt zufällig sogar genau über diesem Krater. Warum nicht? Auch warum nicht, ne? Das ist so typische, so abgefahrene Freizeitparkbahn, die durch so Tunnel rast. Hier den Tunnel, den mache ich jetzt direkt mal weg. Der gefällt mir doch nicht so. Mache ich eher ein Tal draus, glaube ich. Jetzt lasse ich das mal so smooth. Lege ich einfach mal runter. Können wir das auf 2 stellen, so vielleicht. Irgendwie so, ja.
Und dann den da oben noch ein bisschen anpassen. Genau. Und das hier auch nochmal weg. Viel schöner so. Hier nochmal ein bisschen. Na, schade. Schade. Aber gut, dann machen wir trotzdem. Und dann baue ich da unten so eine harte Kante ein. Was jetzt auch nicht richtig funktionieren will, so wie ich mir das vorstelle. Und das sind eben diese Sachen, die, wo ich sage, das ist immer zeitaufwendig, so eine Achterbahn zu bauen. Achso, der will ja auch den hier noch weg haben oder was, ja. Auch gut. Soll mir recht sein, das vergleichen wir schön mit Wänden, sodass es richtig gut aussieht hinterher. Okay, so könnte man das machen. Die Farbe ist jetzt auch noch nicht so der Renner von der Achterbahn. So pink mit blau. Ich weiß ich jetzt nicht. Schienen. Blaue Schienen wollen wir nicht. Wir wollen diese so graue Schienen haben. Obwohl, nee, es könnte ruhig so was Grünliches sein vielleicht. Und dann nehmen wir für den Track. Den Track machen wir jetzt auch in so einem Rot. Ach so, macht er das dann. Okay, dann nimmt diese ganze Palette auf. Okay. Sonst ist das ja doch Black Mamba hier, ja? So ein, guck mal, so ein metallisch rostig glänzendes rötlich-schwarz. Ich weiß auch nicht, wie ich das nennen soll. Ah. Und so industriegrüne. So eine richtige LKW-Farbe muss das sein. Wie früher so die LKWs immer aussahen. So, dann haben wir jetzt hier noch den. Ja, das können wir auch so lassen. Das sieht gut aus. Ich bin ja schon zufrieden. Das könnte jetzt schon ganz nett sein hier. Oh, die ist groß, die Bahn. Eieieiei. Okay, was habe ich denn da gebaut? Na, die wird jetzt hier ein bisschen durch die Gegend rasen. Vielleicht hier so eine Kurve beschreiben. Hier am Ende wieder irgendwie so ein Sidewinder da drin haben oder irgend sowas. Ein Immelmann gehört auch dazu. Vielleicht 4, 5 Inversionen. Noch ein bisschen über die hier unten lang rauschen, wo die Leute auch lang gehen hier unten. Oder in der Nähe jedenfalls, bevor die dann da wieder so reinfährt. Ja. Das würde ich sagen, verfolgen wir dann weiter das Projekt. Ich werde vielleicht noch ein bisschen das in die Wege leiten. Und euch beim nächsten Mal vorstellen, wie weit ich gekommen bin. Hoffe, es hat euch erstmal Spaß gemacht wieder. Und ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Denn das war's für heute erstmal mit Parkitect. Denkt bitte an den Like-Button und teilt das Video mit euren Leuten. Und folgt mir auch auf Twitter. Ne? Damit ihr auch demnächst selber bei den Umfragen mal mitmachen könnt. Das wäre wirklich schön. Also, Leute, bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch keine Angst einjagen.